Wie starte ich jetzt in die Gartensaison? Das zeigt uns jetzt die Monika. Wie starten wir mit Pflanzenkulturen, die man vorziehen muss? Da brauchen wir erst einmal Erde. Genau. Ich habe jetzt eine ganz spezielle Erde mitgebracht. Das heißt, eine sogenannte Aussaaterde. Mhm. Die werden wir jetzt da mal raufschütten. Das ist jetzt eine andere Erde, als wie wir da haben. Das ist die Topferde. Genau, schau dir das einmal an, wie die ausschaut. Ah, die ist ein bisschen gröber. Da sehe ich schon ein bisschen mehr Struktur noch drinnen. Okay, genau, also die Topferde nehmen wir nicht. Die gröbere Struktur, die Topferde, die nehmen wir dann später. Die brauchen wir später. Jetzt brauchen wir die Aussaaterde. Die hat eine ganz feine Struktur. Die hat, lässt sich ganz fein zerbröckeln und die Samen fühlen sich ganz besonders wohl, können wirklich toll aufgehen und können zu kräftigen Pflanzen heranwachsen. Kompost kann ich da auch nicht verwenden am Anfang. Für die Aussaat ist Kompost absolut tabu. Kompost ist viel zu scharf. Mhm. Der wird verhindern, dass die Samen aufgehen. Also kein gutes Ergebnis für Saatgut, wenn man Kompost verwendet. Gut, das heißt, wir nehmen die Anzuchterde. Genau. Ich habe jetzt da noch was für dich, dass du es zum Tun hast. Okay. Bitte schön. Selbst ist der Mann. Genau. Das heißt, wir machen die Erde jetzt einmal ganz fein zwischen den Händen, einfach ganz fein zerbröckeln und dann in diese Aussaatschale füllen. Wenn ich jetzt sowas nicht habe, kann ich natürlich auch kleine Behälter nehmen. Meistens ist es so, dass man die Pflanze in solchen kleinen Behältern schon kaufen kann und die hebt man sie einfach wieder auf und verwendet sie nochmals. So, fülle ich das da jetzt einmal rein. Genau. Zart andrücken, nicht zu fest, gleichmäßig. Genau. Ein bisschen was darf ich noch. So. Abstreifen. Abstreifen. Und dann mache ich jetzt so einmal die Löcher rein. Stopp, Stefan, nicht so tiefe Löcher. Die Samen, die dürfen nicht verschwinden in der Erde. Die sollen nur ganz, ganz oberflächlich drauflegen. Das heißt, wir tun da jetzt noch ein bisschen Erde drauf, machst noch mal drüber. So, und jetzt ganz zarte Löcher. Ah, okay. Genau. Nur ungefähr die doppelte bis dreifache Saatgutgröße soll so ein Saatgutloch praktisch haben. So, jetzt machen wir die Samen. Such da aus. Wir haben Saatgut da, jede Menge. Wir nehmen Paprika. Die brauchen eh so lang zum Vorziehen. Genau. So. Paprika ist eine ganz tolle Wahl, weil die brauchen ganz lang, bis sie kräftige junge Pflanzen sind. Die wollen wir ja dann spätestens Mitte Mai in den Garten hinaussetzen und da müssen wir jetzt schon anfangen, damit die sich gut entwickeln. Du nimmst jetzt da die Schere. Meine. Kann ich es nicht einfach auffressen? Nein, ein Saatgutbackerl muss ganz optimal aufgeschnitten werden, weil wir haben ja vielleicht jetzt nicht Verwendung für die gesamte Menge der Samen, die da drinnen sind. Ja, das stimmt. Und dann ist es sauber aufgeschnitten und kann das wieder hineingeben und kann das wieder gut aufheben. Mhm. Also auch dieser Innenbeutel, der da drinnen ist, wird vorsichtig aufgeschnitten, damit wir den auch noch einmal hernehmen können, wenn wir die Samen nicht alle verbrauchen. Mhm. So, jetzt gibst du mir deine Hand. Da kommt jetzt der Rechtshänder, Linkshänder. Rechtshänder. Ja, dann musst du bitte die andere hergeben. Verstehe. Da kommen jetzt die Samen drauf. Mhm. So. So, die brauchen wir sogar alle. Wir haben jetzt da. So. Jetzt kommt überall eins rein. Ein Samenkorn, genau. Okay. Mit Daumen und Zeigefinger können wir jetzt da in jedes ein Körnchen hineinlegen. Ja, Geschwindigkeit passt schon. Ui, da ist mir jetzt ein zweites reingefallen. Oh je. Ist das recht schlimm? Nicht schlimm. Es kommen halt dann zwei Pflanzen aus einem raus. Wir können aber auch schauen, ob wir das noch rausnehmen können. Nicht so tragisch. So, die restlichen gehen wir jetzt wieder zurück. Dann können wir das ordentlich verschließen. Geben es wieder in unser Sackerl hinein. Und nachdem das ja jetzt offen ist, nehmen wir einfach einen zusätzlichen Beutel, wo wir es reinstecken. Und dann ist es wieder luftdicht abgeschlossen und die Keimfähigkeit ist dadurch wieder besser erhalten. Und ich habe mehr Freude zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich das wieder ansehe. Das kann ich einfach nächstes Jahr dann wiederverwenden. Das kannst du nächstes Jahr wiederverwenden, super. Genau. Dunkel dann auch aufbewahren, ist immer gut. Mhm. Also das. So, und jetzt tue ich da ein bisschen Erden drüber, genau, zum Bedecken. Ein bisschen drüber streuen.
Wieder andrücken. Und wieder vorsichtig andrücken, ja. Genau. Und jetzt brauchen wir noch Wasser. Und beim Wasser, ganz, ganz wichtig, der Paprika liebt warme Füße und nass mag er es überhaupt nicht. So das heißt nur feucht. Ah, jetzt ist der Sprüher im Einsatz. Genau. Nicht mit der Gießkanne nicht mit drüber, der Gießkanne, sondern wir sprühen es da einfach nur die Oberfläche gut feucht. Mhm. Und das reicht schon völlig aus. Bitte schön. Dankeschön. So ein bisschen benetzen. Genau. Ah, darfst schon. Ah, darf schon gut feucht sein, okay. Aber nicht nass. Genau. Okay. Und jetzt so, brauchen wir noch den optimalen Platz dafür. Genau, wo stelle ich das jetzt hin? Kann ich das einfach ans Fensterbrettel hinstellen? Oder grundsätzlich, die Lichtverhältnisse sind am Fensterbrett super. Das heißt, ich habe immer gut Sonne von draußen, mhm. Aber beim Fensterbrettel ist oft so, da zieht es beim Fenster rein, dann haben sie nicht so gute Wärme. Mhm. Also die Wärme ist immer das Problem. Ich kann das aber mit einem ganz einfachen Trick kann ich das optimieren. Das heißt, ich stecke jetzt meine Aussatzgefäß in ein Sackerl hinein. Und da bauen wir uns jetzt ein kleines Glashaus. Da bauen wir uns ein kleines Gewächshaus, genau. Mhm. Unten drunter. Und so kann ich es jetzt auch ans Fensterbankel stellen, weil da macht jetzt die Zugluft überhaupt nichts mehr aus. Perfekt. Und ich kann es auch auf die Heizung stellen und dann trocknet es mir nicht aus, weil die Feuchtigkeit, die da drinnen ist, die kondensiert da drinnen und es bleibt immer gleichmäßig feucht. Und noch was Tolles, ich habe ein durchsichtiges Sackerl, damit kann ich immer kontrollieren. Genau. Sobald da die ersten kleinen Pflanzerl, die ersten kleinen Blätter sichtbar sind, kann ich das anschauen und ich gebe dann praktisch das Sackerl wieder runter, damit die dann sich gut entwickeln können. Denn sobald sie gekeimt sind, brauchen sie ja nicht mehr so hohe Temperaturen. Perfekt. Also das waren die ersten Schritte. Wie es dann weitergeht, schauen wir uns im nächsten Video an. Wenn du mehr über Samenmeier und unser samenfestes Bio-Saatgut erfahren möchtest, abonniere hier unseren YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst keinen Beitrag mehr. Also, Pflanze Vielfalt. Bis zum nächsten Mal.